Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Even Colony. Hier ist wieder euer Punky und ich begrüße euch auf Calorie Strand, dem Planeten, wo wir sozusagen gelandet sind oder gestrandet sind. Mittlerweile hat unsere Kolonie 46 Leute. Es ist Winter. Wir haben zuletzt hier unseren Arbeitsweg noch etwas optimiert, indem wir hier so einen Transport-Hub gebaut haben. Und jetzt werden wir hier erstmal die Frachtkapseln holen. Und dann müssen wir uns um ein wirklich, wirklich wichtiges Problem kümmern. Sonst ist der Spaß schnell vorbei. Und zwar müssen wir Naniten herstellen. Wir haben ja auf diesem Planeten relativ wenige Abbaustationen. Beziehungsweise, wenn wir uns mal hier den Overlay anschauen, dann sehen wir, dass hier hinten erst wieder diverse Sachen abgebaut werden können. Aber, warte mal, hier, was erzähle ich denn? Guck doch mal hier, Bunky, guck mal hier, Eisenvorkommen. Dann werde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal hier hin und werden hier noch eine schöne Mine bauen. Weil man kann ja auch aus diesen außerirdischen Pflanzen diverse Naniten konstruieren oder erforschen. Aber wenn wir hier noch Eisen haben, dann lass uns doch Eisen nutzen. Und damit wir hier mal richtig Gas geben. Warte mal, nur mal zu gucken, um das zu verstehen. Ist das jetzt eine Mine der Stufe 3 dann? Die ist ja ausgebaut, Stufe 3 von 3. Müsste ja so sein dann. Ja. Wir könnten theoretisch kleckern statt klotzen, weil Naniten brauchen wir. So, dann machen wir das auch. Hier setzen wir unseren Versorgungstunnel hin und lassen das Ganze hier mal bauen. Und da fliegen schon unsere Konstruktionsschiffe, unsere Drohnen und helfen uns dabei. Sehr schön. So, Energie haben wir genug. Wir haben aber noch ein anderes Problem, und zwar, das ist die Luftqualität. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal drum kümmern. Da haben wir hier schon die Warnung. Luftfilter der Stufe 2. Das heißt, wir werden jetzt mal hier ein paar Filter installieren. Ich würde sagen, wir installieren mal gleich zwei Stück. Und dann lassen wir das hier erstmal bauen. Und das hier sind, boah, das ist auch genial. Hier sind unsere, sehr nice, schön. So, weitergehen. Die Luftqualität, 61% Zufriedenheit. Wir schauen mal, hier unten ist sie ganz miserabel. 27% nur, ich hoffe, das wird sich gleich verbessern. Wenn das hier fertig ist. So, und jetzt werden wir hier auf jeden Fall nochmal einen Ansaugfilter der Stufe 2 bauen. Den setzen wir mal hier rein. So, hier, wenn es geht, haben wir das hier schon ausgebaut. Werden wir das auch nochmal aufrüsten. Und ja, jetzt sollten wir aufhören mit aufrüsten. Sonst sind wir gleich am Ende. So, 62% Zufriedenheit. Unsere Lagerkapazität ist auch relativ erschöpft im Moment. So. Hier bitte mal die Drohnen herbestellen, dass die sich mal mit drum kümmern können. Wie sieht es jetzt aus mit der Luft? Auch nur 26%. Oha. Mal sehen, ob das was hilft, wenn ich hier einfach die Filter mit verbinde.
So, hilft das? Hilft das nicht? 30, ja, die Prozentzahl steigt langsam. Also auch das ist praktisch wichtig, dass die Wege immer wieder miteinander verbunden sind. Also es ist hier schon mal ein bisschen besser, die Qualität. Darauf müssen wir halt Acht geben. Und das hier braucht ja ewig, bis es fertig gebaut ist. Das heißt, wir brauchen mal hier, am besten gehen wir auf die höchste Geschwindigkeitsstufe, achtfach. Dann geht es ein bisschen schneller voran. So. Gehen wieder auf 1. Und dann schauen wir mal. So, wie ist jetzt hier die Luftqualität? 87%, das wäre okay. So, und das Spiel geht weiter. So, nicht genug Wohnungen haben wir im Moment. Das ist also das nächste Problem, was wir uns kümmern müssen. Dazu brauchen wir aber Nanniten. Sowas auch. So, was brauchen wir denn für einen Nanitenprozessor? 14 Naniten. Dann würde ich fast sagen, wir bauen erstmal einen Nanitenprozessor. Dann hat der hier nochmal Vorrang. So, machen wir hier Vollgas. So. Jetzt werden Naniten fleißig produziert. Sehr schön. Und dann können wir uns gleich mal um unsere Bevölkerung kümmern, dass sie noch hier einen Außenposten bekommt. So, wir schalten mal kurz das Overlay wieder aus. Den Außenposten würde ich dann würde hier vielleicht hinsetzen. Oder hier? Ich würde sagen, wir platzieren ihn hier unten hin. So, jetzt müsste ja unsere Nanitenproduktion ein bisschen schneller gehen. So, gehen wir hier auf Prioritätsstufe. Und auch hier gehen wir auf Priorität. Sehr schön. Und jetzt sollte das eigentlich hier klappen. So, Luft, Qualität. Das sollte jetzt eigentlich auch wieder funktionieren. Wir haben jetzt wieder eine Zufriedenheit von 74%. Das ist okay, das passt. Und gleich müssten wir hier unser Habitat ausbauen können. Oder wir bauen, das wäre auch eine Möglichkeit. Wir können ja auch den Außenposten, ne, können wir nicht ausbauen. Okay. Aber der Außenposten hat keine Ausbaustufen. Dann sollten wir ein Habitat bauen. Dann sollten wir nochmal warten, bis wir ein Habitat bauen können. Da lassen wir das Spiel noch mal ein bisschen beschleunigen, auch wenn vielleicht die Leute wieder mal ein bisschen meckern. Machen wir mal jetzt hier hohe Priorität rein und auch hier machen wir, was ist das eigentlich? Besetzung, genau. Priorität Besetzung. So, 40. Ach, da haben wir es auch schon. Wir pausieren mal kurz das Spiel. Bauen jetzt hier ein Habitat. So. Das Ganze hätte ich gerne nochmal so verbunden. Gefällt mir einfach besser. Jetzt haben wir das. Das heißt, da hohe Priorität reinsetzen. Und Luftqualität. Das ist, also luftqualitätstechnisch haben wir da wohl Probleme im Moment. So, das heißt, wir setzen den nochmal nach oben. Und die Aufrüstung ist momentan nicht leistbar. So, gehen wir auf zweifache Geschwindigkeit, dass es ein bisschen zügiger geht. Damit wir auch ein bisschen was in dieser Folge schaffen. Das sieht aber eigentlich schon besser aus mit der Luftqualität. Also, sie sollte eigentlich okay sein. So. Sehr schön. Das funktioniert. Als nächstes bräuchten wir dann einen Lagerraum.
einen Lagerraum. Lagert 1000 beliebige Ressourceneinheiten. Gelagerte Nahrung beginnt sich zu zersetzen, wenn dieses Gebäude nicht mit Energie versorgt wird. So, Lagerhalle. Das wäre so das nächste. Lagerhalle der Stufe 1. So, die Nanitenproduktion steigt jetzt auf jeden Fall erstmal an. In Nahrung haben wir momentan so ein bisschen wenig. Prozent pro Kolonist. Ja, ist doch okay. Ausgezeichnete Vielfalt, das ist noch schöner. Das gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Zuwanderungsschiff angedockt. Drei Auswanderer. So, was haben wir hier? Nahrung niedrig. Nahrung pro Kolonist 10,6, 10,1. Okay, jetzt im Winter. Aber wir haben ja eigentlich noch einen guten Vorrat. Müssen aber hier auf jeden Fall dann mal wieder ein bisschen Nahrung produzieren. Heißt also, wir machen mal jetzt hier ein Gewächshaus der Stufe 2, weil wir können es ja. Und wir werden jetzt mal hier... Kategorie Nahrung... Was Wichtiges von der alten Erde, Melone, Mais. Riese festgestellt. Oha. Ja, Nahrung. Nahrung geht momentan ziemlich nach unten. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? 9,9 Mais pro Stunde, 4,9. 10,3, 5,2. Dann gehen wir hier oben hin. Und müssen da einfach mal dagegen wirken. So, das heißt, wir haben jetzt hier Brokkoli, wir haben hier Reis, dann hätten wir dann hier bald unseren Mais. Genau. Die Musik ist gerade ein bisschen bedrohlich. Ich hoffe, das heißt nichts Schlimmes. So, warte mal. Den Layer hier einfach wieder schließen wäre auch schön. So, genau. Dann sagen wir hier mal volle Besetzung rein. Damit wir gegen diesen Trend hier wirken können. Und auch dann hier etwas erhöhte Besetzung rein. So, Tia ist zufrieden, das freut mich. Du kriegst auch mal auf jeden Fall noch ein paar Arbeiter hinzu. Und jetzt haben wir praktisch gegen diesen Trend gearbeitet. Referendumsjahr. Ein Referendumsjahr hat begonnen. Die Bürger werden am Ende der Jahreszeit Winter wählen. Du erhältst zu Beginn jeder Jahreszeit Umfrageergebnisse, bis die Wahl am Ende des Jahres abgeschlossen ist. Du musst weiterhin die Mehrheit der Stimmen haben, um deinen Gouverneursposten zu behalten. So, 77%, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt, wo wir auch gegen den Trend gearbeitet haben, der Winter vorbei ist, können wir wieder fleißig Nahrung produzieren. Gefährlich niedrig, 7,1. Also ihr seht schon, Nahrung ist momentan doch so ein bisschen ein Thema. Heißt also, haben wir hier die Stufe schon ausgerüstet? Ist das schon Stufe 2? Ja, ist es. Dann werden wir das hier auch aufrüsten. Und wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter Nahrung produzieren. Und zwar eine Farm der Stufe 3 werden wir bauen. Und da werden wir ein eiweißreiches Erdengetreide, das im trockenen Klima gut wächst, bauen. Oh, okay, so gut ist es nicht. Gerste. Wie sieht es mit Gerste aus? Können wir da was tun? Ich glaube, Gerste hatten wir hier. Ne, das waren Melonen. Okay. Dann nehmen wir jetzt nochmal... Halt, nein, Melonen sollen da schon bleiben. Richtig. Farm Stufe 2. Gerste. Dann kommt hier nochmal Gerste rein. Für den Sommer.
Denn wir müssen gegen diesen Trend hier auf jeden Fall arbeiten. Und hier werden wir die Ausbaustufe erhöhen. So, Energie haben wir auf jeden Fall mehr als genug zur Verfügung. Das ist okay, das passt. Die Luftqualität sieht jetzt auch wieder in Ordnung aus. Einwandfrei. Dann würde ich sagen, haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft auf unserem Calorie-Strand. Und ja, wenn ihr mögt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Hinterlasst gern einen Kommentar. Hinterlasst gern einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es verpassen wollt, dann empfehle ich euch, aktiviert die Glocke sowie gebt mir ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky von Punky Let's Zock. Bye, bye.